Ja gut, schauen wir, dass wir die Pre-Inca hinkriegen. Jetzt habe ich gerade noch eine Map gepostet, gekriegt auf dem Bild, jetzt konnte mich das aber nicht mehr rechtzeitig anschauen. So, wir sind hier mit einer Random-Gruppe drin. Ich bin jetzt nicht dazu gekommen, die anzugucken, aber die scheinen. Ach naja, wir haben ja uns den Buff draufgehauen. Jetzt müssen wir die einen Mobs zurückpullen am besten. Ach, haben wir ein Mars-Dispel? Was haben wir denn eigentlich für einen Heiler? Charmy. Ne, wir haben kein Mars-Dispel. Bisschen soll ich da vielleicht weggehen. Also den einen Mob soll man anscheinend mitnehmen. Oh, die Stacks. Der eine rippt, oder? Rippt der weg? Ne, er rippt nicht. Also den meint er, sollen wir wegnehmen. Alter, will der mich vielleicht mal hochziehen? Wie wär's? Ich habe halt keinen Bock mit 20%. Alter. Okay, dann halt nicht. Ja, ist ja okay. Dann lässt es halt. Dann ziehst du mich halt nicht hoch. Zieh ich halt meine CDs dafür schon. Eigentlich, weißt du, eigentlich hätten wir den einen Gammler auch noch mit reinziehen können. Halt ganz easy. Den addest du eh, oder? Also die machen ja überhaupt keinen Schaden. Wenn du in dem Shit nicht drin stehst, ist halt eigentlich gar kein Stress hier. Am 20 wechselt. Ach stimmt, das Event wechselt. Ja, heute ist ja Samstag. Ich habe die Daily schon gemacht. Alles gut. Alles gut. Danke, dass ihr mir das sagt. Ich habe es letzte Woche. Letzte Woche habe ich es halt verkackt, ne? Welcher ist denn das? Ach, das ist der Gammler. Komm, ich zieh mal Wall hier. Alter, hier, das ist ja richtiger Dreck. Okay, wo ist der Heiler? Ach, der ist jetzt dabei hier. Will er mich vielleicht mal heilen? Was ist denn mit dir? Also irgendwie, ne? Das ist immer schon so am Anfang von der Instanz, kannst du es halt schlecht sagen, aber der haut halt diesen Hardhit raus und da wäre ich halt schon ganz gern mal voll. Und die anderen kriegen ja hier keinen Schaden oder irgendwas. Und ich habe ja jetzt auch nicht krass in die Fresse gekriegt, der hat mich halt einfach, weiß ich nicht, was er da macht. Er macht Damage, okay. Mann, 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 Mann. Also ich habe jetzt. Ach fuck, ich muss hier erstmal raus. Ich habe jetzt extra defensive Sachen angelegt, weil ich finde, das hier ist eine der Dungeons, die du eigentlich. Also ich mache die hier lieber mit Boss-Buff, weil die Bosse hier relativ einfach sind. Und der Trash aber richtig. Also das ist, glaube ich, die Instanz, wo der Trash am meisten reinhaut von allen Innies. Hallo, essen wir hier einmal. Na ja, komm, ich ziehe jetzt, also hier bei der 2-Mob-Gruppe ziehe ich jetzt einfach Inka-Scheiß drauf. Dann kann ich es weit hinten nochmal ziehen. Obwohl, eigentlich war das jetzt dumm, was ich getan habe. Bevor sie weiterlaufen, muss ich sie ranpullen. Ja, ich hätte sie ja schon rangepullt. Chillt mal ein bisschen. Sollte da jetzt eigentlich nicht reinlaufen, aber ich gamble jetzt mal drauf, dass ich nicht. Okay, ich wurde nicht gefeiert. Er zieht Link. Das ist schon mal tatsächlich relativ sinnig, was er da tut. Ich habe meine CDs jetzt total wasted gezogen. Ich hätte mit Inka warten sollen. Aber egal. Wir haben. Der Worry macht ganz gut Schaden, da kannst du nichts sagen, ne? Gerke hätte halt die Instanz gebraucht, aber ich kann ihn halt nicht anschreiben, weil ich halt einen fucking Chatbann hat. Weil der braucht hier so eine Waffe draus. Der Worry hat auf die Fresse gekriegt. Mein Motorrad hätte ich vielleicht auch mal ziehen sollen, hä? Fällt mir gerade so auf. Extra die ganzen Used-Trinkets an, ne? Dann ziehen wir sie nicht. Vielleicht ziehen wir die mal da ein bisschen raus. Das ist ein bisschen eklig mit diesen Wirbelstürmen. Ja, wobei jetzt heilt er ja ganz ordentlich, der Shami. Der hat, glaube ich, vorher einfach nur reingedamaged und ich dachte mir also, ja, Heilung würde ich schon nehmen. Wäre nicht so verkehrt, tatsächlich.
Das hier, die sind halt relativ knackig, ne? Die Packs, vor allem das eine, was jetzt kommt. Aber ich habe keine. Oh, ich habe gar keine CDs, sehe ich gerade. Okay, ja gut. Nimm mal einen Pot. Also ich habe jetzt absolut nichts ready, ne? Richtig gut, aber kriegen wir schon hin. Ach, jetzt spawnt auch nicht der Scheiß hier, ne? Venger, dann richtig kacke. Was spiele ich denn gerade mit Typhoon, ne? Ja, aber Ding haben wir jetzt, Barkskin. Ja gut, okay, hier, ne, mit Schild und so. Ding kann ich noch machen. Ja, jetzt spawnt der Scheiß schon wieder. Komm, das tun wir jetzt mal weg. Weg umhangen quasi. Ja gut, es ist halt auch nur ein 15er, ne? Da sind die Mobs jetzt halt tatsächlich nicht so krass. Okay, aber bis hier, meistens wenn der erste Raum hier gut klappt, dann läuft es eigentlich, ne? Wenn der erste Raum hier ein Desaster ist, dann läuft die Instanz meistens nicht. Wieso ich einen Chatban habe? Ja, das Übliche. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie beleidigt habe, das mache ich nicht, sondern ich poste halt ein bisschen im Handelschannel mit meinen Boost-Geschichten und das, wenn da ein paar Leute dich melden, dann kriegst du einen Auto-Chatban. Dann machst du eigentlich hier einen Live-Chat bei Blizzard und dann tun. Also, mich haben sie schon etwa 10 Mal wieder instant entbannt, ne? Also, weil das quasi kein Grund ist, jemanden zu bannen. Wenn ich im Handelschannel poste, dass ich was verkaufe oder dass ich was booste, dann darf ich das machen. Ich habe da mit dem GM schon gefragt. Ja, genau. Was heißt, nee, ich habe da keinen aufgeregt. Also, da. Aber gut. Es haben mich halt ein paar Leute anscheinend gemeldet gehabt, weil es gibt halt viele, die wollen das halt nicht, dass Leute boosten, ne? Ich habe ja nicht mal Raid Boost oder sowas angeboten, sondern Freehold mache ich halt und zum Mounts und sowas und Achievements, ne? Sowas booste ich halt. Naja. Hab auch gemeldet, alles klar, danke Flo. Normalerweise ist das halt kein Stress, weil du von dem GM oder von dem Live-Chat instant wieder freigeschalten wirst, ne? Aber irgendwie ist der Live-Chat gerade down und es gibt kein Live-Chat. Das ist halt ein bisschen kacke. Und ohne Live-Chat geht halt nichts tatsächlich. Chatban ist immer 3 Tage. Also zu 95% läuft es eigentlich so ab. Du postest ein bisschen, nach ein paar Tagen, wenn du postest, kriegst du einen Chatban. Dann machst du ein Dings auf, dann gehst du auf die Blizzard-Seite, Live-Chat. Dann nach 5 Minuten kriegst du eine Antwort vom Live-Chat, schreibst im GM hier, ich habe Dienstleistungen und Waren im Handelschat gepostet, nicht gespammt. Dann schaut er das nach. Und dann, bei mir war es jedes Mal so, dass der GM dann gesagt hat, okay, hat er gecheckt, kein Grund für einen Chatban, aufgehoben, easy. Und ja, dann nach ein paar Tagen war es meistens, wenn ich wieder ein bisschen gepostet habe, wieder ein Krieg. Also das war eigentlich immer das Gleiche, ja. Aber das Problem ist, über das Ticket wird dasselbe rauskommen, bloß wenn ich halt 3 Tage Chatban habe und das Ticket erst nach 3 Tagen beantwortet ist, dann bringt es halt nichts, dann ist halt trotzdem RIP. Wisst ihr? Also deswegen, bisschen blöd, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss jetzt nicht unbedingt was posten, dann mache ich halt ein bisschen im Plus. Ne? Also ist jetzt auch kein Drama tatsächlich. Der Worry, der scheißt sich nix, der bleibt einfach stehen, juckt mich nicht, ist bloß 15er Key, einfach drauf nudeln, einfach drauf. Glaube, ich sollte doch mal Offensive spielen, aber ich dachte mir, King's Rest, ne, wenn die Mobs so reinhauen, spiele ich defensiv. Die kann ich hier wegnocken, oder den einen kann ich wegnocken, tatsächlich. Und dann, aber er muss, glaube ich, erst durchcasten. Und sobald er durchgecastet hat, genau, das muss er durchcasten. Und jetzt muss ich ihn knocken. Ja, so funktioniert das. Habe ich mir sagen lassen. Oh, ich bin in so einer Lernkurve, ne? Ist nicht so ganz vorhanden bei mir, aber ab und an geht sowas auch. Weil ich habe ihn immer zu früh gekickt, ne? Ich habe ihn schon im ersten Cast gekickt und das bringt tatsächlich gar nichts. Du musst ihn, ja gut, jetzt habe ich halt nicht nochmal. Desorientieren geht, glaube ich, nicht. Es geht tatsächlich nur Knockback. Ja, seht ihr das? Jetzt lasert er halt hier ein bisschen. Nee, nee, der ist 3 Tage tatsächlich. Also, ich habe jetzt nicht in der Mail geguckt, aber im Normalfall ist er immer 3 Tage, genau. 3 Tage Chatban. Das ist halt so ein automatisches System, das Blizzard hat. Und zwar wird da nicht geguckt, ob du wirklich was gemacht hast, sondern einfach, wenn dich halt eine gewisse Anzahl an Leuten melden, wegen irgendwas, egal was du machst. Du kannst auch im Handelschannel schreiben, ich hab euch alle lieb,
Ne? Und wenn ich dann halt 20 Leute innerhalb von einer kurzen Zeit melden, dann kriegst du halt einen Chatbann, egal was du da geschrieben hast. Also es muss nur irgendwem quasi die Nase nicht passen. Und du musst halt dann selbst tätig werden und auf Blizzard zugehen und sagen, hey, ich sehe nicht, dass das gerechtfertigt ist. Die überprüfen das dann und dann entbannen sie das halt, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Und bei mir wurde es bis jetzt jedes Mal entbannt. Also jedes Mal sah Blizzard das genauso wie ich, dass das halt ungerechtfertigt war, ne? Weil du darfst halt in WoW Boost-Sachen anbieten und das auch im Handelschannel posten. Also da habe ich ihn gerne gefragt. Das ist erlaubt und bloß weil das Leuten nicht passt, ist es nicht ein Banngrund. Also es ist ja jetzt kein WoW-Bann, sondern halt ein Chat-Bann, ne? Das ist ja nochmal was anderes. Normalerweise ist halt der Chat-Bann dafür da, wenn du Leute halt belästigst oder allgemein mehrere Leute belästigst, dass das damit abgeschalten werden kann, ne? Deswegen ist das halt automatisch. Und Blizzard spart sich natürlich auch Geld für Mitarbeiter, weil wenn jeder Fall erst von den Mitarbeitern überprüft werden müsste, jetzt sind wir natürlich da schön eingeweidet. Das haben wir jetzt vielleicht auch nicht so gut gemacht, tatsächlich. Dann bräuchten sie mehr Personal und so müssen sie halt quasi nur die überprüfen, die sich dann wirklich beschweren. Ich denke mal, es werden sich nicht alle beschweren, die dann auch reinkriegen. Ne? Naja, das Blöde ist aber bloß, warum der Live-Chat jetzt down ist. Das ist das einzige Ärgerliche, weil sonst klappt das komplette System, aber ohne Live-Chat mit Ticket kannst du halt knicken. Ne? Haben wir da noch was? Nee, passt schon gut aus. Eigentlich hätten wir den einen Mob da machen müssen, ne? So wie es aussieht. Oh shit. Ach, das sind die, die mir auch den Debuff draufhauen, ne? Da habe ich blöderweise. Gut, ich habe nur einen Debuff. Ich kann eigentlich auch hier stehen bleiben. Jetzt kriegen wir halt eh viele Stacks. Komm, wir wollen jetzt hier mal Safety first. Oh, warte mal. Hinten im Raum darf ich keinen Big Pull machen, ne? Die stacken mich sonst wie nochmal was. Ja, normalerweise mache ich. Ja, das ist halt echt so. Wahrscheinlich derselbe Grund, da gebe ich dir recht. Aber das wäre richtig arm, wenn du nicht mal mehr am Samstagnachmittag zur, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich die Primetime von WoW, wenn du nicht mal mehr dann den, na fuck, ich bin so ein Vollidiot, wenn du nicht mal mehr dann einen Live-Chat-Support hast, ne? Also das wäre schon echt, muss ich schon sagen, das wäre schon echt traurig. Weil, ganz ehrlich, das Ticketsystem ist halt mittlerweile eine Farce. Unter 2-3 Tagen kriegst du halt da teilweise keine Antwort mehr. Und, ne, weiß ich nicht, wenn du irgendwie ein akutes Problem hast und 2-3 Tage warten musst, ist halt nervig. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, 3 Tage Dings, 3 Tage Chatsperre, wenn nach 3 Tagen die Antwort kommt, bringt mir das halt auch nichts mehr, ne? Also, weißt du, naja, aber gut. So ist das jetzt. Kann man jetzt klagen oder sich einfach denken, gut, mache ich halt was anderes. Muss jetzt nicht unbedingt was verkaufen. Macht er hier nochmal seinen Strahl. Jetzt, aber hier muss ich jetzt langsam pullen, ne? Jetzt kann ich leider nicht alles zusammenpullen. Was sonst scheppert's? Wie viel machen wir denn? Sollen wir nur 4 machen? Aber wir können ihn dazu pullen, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. Das müsste gehen. Machen wir es halt so. Na gut, jetzt müssen wir halt gleich den einen rausholen. Wo ist er drin? Okay, die haben ihn rausgeholt. Also normalerweise pulle ich halt hier den kompletten Dings zusammen, ne? Aber wir machen das jetzt ganz gechillt. Machen halt einen nach dem anderen, weil kontrolliert mit Randoms klappt halt meistens nicht, ja? Deswegen kommen, ziehen wir einen Umhang, keinen Bock daraus zu laufen. Komm, haben wir mal Explo rein. Jetzt sollten wir den Großen langsam mal umhauen, hä? Hallo, klick doch da drauf, Bro. Er hat schon 3 Stacks. Ultoschalter. Der läuft dahinter, weißt du? Ich dachte, alles safe. Er macht es auf, dann macht er halt den Käfig nicht oder den Sarkophag hier, ist es ja. Macht den halt einfach nicht auf. Jetzt sollten wir kurz warten, dass es ausläuft. Okay, jetzt können wir den nächsten schon pullen. Ja, super. Ja, gut.
Komm, wir machen jetzt wirklich die ultimative Safe-Kombi. Ich denke mal, du könntest hier auch wirklich alle pullen und dann halt einfach Hard-CDs ziehen. Wir haben auch einen Shami-Dings, bevor du stirbst, ne? Mal lieber hier. Komm, Motorrad rein. Na gut, jetzt ist halt hier eingevoidet. Schön backpedalen, das können wir. Hier drüber, und die können wir dazu machen. Wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt nur 26 Minuten. Okay, ich bin ganz schön low. Mein Dings ist auch geprockt schon. Na gut, eine Wall habe ich noch. Gehen wir da mal dann ein bisschen. Ah, gut, jetzt hat er seinen Frostregen da. Ich wollte da gerade weglaufen. Weil, wenn da jetzt blöd gebäudet ist, müsste ich vielleicht in den Boss rein. Und das möchte ich eher vermeiden, tatsächlich. Oder hat er gerade seinen Frostregen gemacht und aus der Orb rausgezogen? Ich kann schon den Mage in den Ohren hören, der mich verflucht. Ich hätte früher, hier im, wo ich noch auf Hordenseite gespielt habe, Icy im Raid, der hätte mal rumgeheult, dass ich mal alles, dass ich mal absichtlich alles aus seinem Zeug rausziehe. So, willst du dich hinhocken, Recken? Bro? Okay, ja, juckt halt nicht. Jetzt hat er sich hingehockt. Ich habe halt extra gewartet sogar. Der haut ja gar nicht so schlecht raus, der Boss. Hoi. Ja, fast. Ja, komm, spiel mal defensiv, keine Ahnung. Voll mit aktiv Medication. Voll ins Feuer reingecharged. Weil wir es können. Ich spare mir einfach die Inka oben für die Mobs. Da kommen nämlich noch ein paar Hardhitter. Drei Tage kein. Ja, ist halt echt so. Aber ich habe die letzten Tage eh nicht viel Boosting gemacht. Ich habe noch viele andere Sachen zu tun. Weißt du, an dem Anfang von einem Patch, wenn ich sehr viel allgemein auf dem Zettel stehen habe, dann ist es eh so. Ja. Dass ich wenig Boosting-Geschichten mache, weil das kostet dann auch immer Zeit, ne? Das muss man halt auch immer sehen. Und ja. Gibt ein Raw. Ich will immer looten, ne? Mittlerweile. Was meinst du, PvP-Trinket nice? So, Dollar. Komm. Das sind so ein bisschen die härteren Trash-Mobs, die jetzt hier kommen. Da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen defensiver machen. Okay, da kommt schon der Master an. Den begrüße ich tatsächlich. Okay, den habe ich ausgewählt, habt ihr gesehen? Weil kurz bevor der Stack ausläuft, macht er dann nämlich nochmal einen. Und du kannst es ein bisschen outrangen tatsächlich. Jetzt hat er mir hier nochmal einen Stack draufgehauen. Aber die Mobs, die scheppern. Das sind Schepperer-Mobs. Weißt du, theoretisch könnten wir die Dino. Oh fuck, jetzt bleibe ich hier auch noch in der Dings stehen. Theoretisch könnten wir die Dinos auch hier noch reinziehen. Aber ich mache die jetzt tatsächlich alle einzeln, weil wir sind ganz gut in der Zeit. Und so wirklich auf Risiko muss ich hier gar nicht gehen. Ich denke mal, so kommen wir hin. Weil seht ihr alleine dieser Dot, was der raushaut. Komm, hier, Explo rein. Der zockt mich halt schon übelst runter, ne? Ich glaube, das hier sind eine der härtesten Trash-Mobs tatsächlich. In allen Mythic Plus Instanzen. Ich glaube, wenn er ganz vorne ist, kann ich ihn pullen, ohne dass die Dinos kommen. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so 90% sicher war ich mir, weil wir den mit denen zusammen. Hier kann ich drin stehen bleiben. Einen kann ich nämlich chargen, weil das macht kaum Schaden. Der Fallschaden ist tatsächlich das Schlimme. Er macht es aber jetzt in so einer Frequenz, bevor quasi mein Charge wieder ready ist. Dementsprechend muss ich den nächsten, den hier, mit einem Bash machen. Das ist ein bisschen riskier, weil der. Aber seht ihr, mit einem Bash kriege ich auch keinen Fallschaden. Easy. Muss ich nicht rauslaufen. Dirty Chanker, hey, ich grüß dich. Macht er das nochmal? Komm, killen, killen, killen. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, was wir jetzt dann gleich noch brauchen. Aber bis jetzt sieht es nach einem smoothen Run aus. Wir sind schon bei 80%.
Ich weiß nicht, ob wir halt am Anfang diese Roboter hätten mitmachen sollen, aber ich glaube eigentlich nicht, weil wenn ich jetzt überlege, wir können, die bringen ja auch noch mal, glaube ich, jeder so 2, 2,5%, ne? Ich glaube, die eine Gruppe musst du dann tatsächlich nur machen. Die mache ich noch und dann können wir mit den einen durchskippen. Okay, jetzt hat er schon mal ein Dings gestellt, ein Link-Totem. Einmal die Ding rein. Okay, ich muss mal wollen. Ich habe zwei Stacks drauf. Die hätte ich aber auch, wenn ich es gut gemacht hätte, hätte ich sie auch avoiden können. Machen wir es mal so, dass wir die Heilung draufhauen. Fuck, ich habe einen dritten Stack. Jetzt ist Polen offen hier, ich sag's euch. Scheiße. Alter. Da haben wir jetzt mal eine Wall rausziehen müssen. Das war tatsächlich jetzt nicht ganz so gut. Das war nicht ganz so gut. Jetzt müssen wir jetzt erstmal die. Bro, die ganzen Stacks killen mich hier. Okay. Macht er den Juckt mich nicht Modus an? Ja, der Heiler ist noch draußen. Bro, komm rein da. Alter. Das Problem ist, ich würde halt auch erst lieber dann reingehen, wenn ich voll geheilt bin und so, aber wenn die DDs halt schon draufdrücken und ich da nicht reingehe, dann rippen die halt und das ist halt auch nix. Also eigentlich solltest du immer den Tank als erstes gehen lassen. Dass die Gruppe spielst du eigentlich nicht, meinst du, okay. Aber sonst geht's mit den Prozenten nicht aus. Würde ich jetzt sagen. Jetzt nehmen wir den hier. Und gehen mit dem ganz durch. Ich roll jetzt einfach mal. Weil wir haben 90%, ne? Der bringt nochmal 2, der andere bringt nochmal 2. Dann hast du den Zul-Typen noch, aber das reicht halt immer noch nicht. Also du musst nochmal ein paar Mobs machen. Weißt du, was ich meine? Sonst wird's halt tatsächlich nicht gehen. Also ich hätte vielleicht die zwei da oben kannst du jetzt noch machen, oder? Ich weiß jetzt halt nicht, ob selbst das reicht. Weil wir sind jetzt halt bei 90, ne? Jetzt sind wir bei. Ach, der hat jetzt nicht mal 2% gebracht. Vor der Brücke die Dreiergruppe. Okay, Heiler ist auch da. Hier. Go, go, go. Komm. Fahrrad rein und auf geht's. Wir haben noch kein HT. Ach ja, jetzt ist der als erster. Der Gammeler-Typ, wo ich weglaufen muss. Aber es ist kein Boss-Buff. Muss ich überhaupt weglaufen? Was meint ihr? Ich hab Inka ab. Wie viel Prozent mehr Schaden krieg ich denn? Warte mal, ich habe gar keinen Debuff bekommen. Das war jetzt übelst risky, dass ich dachte mir jetzt einfach, komm, scheiß drauf, ich laufe jetzt da nicht weg. Kein Bock da drauf. Hey, warum habe ich jetzt den Debuff nicht gekriegt? Hätte ich jetzt einen Debuff kriegen müssen, dass ich einen Haufen Damage fresse, wenn er mich hittet. Musste eigentlich den Boss ein bisschen kiten. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber gut, soll es mir egal sein. Ah, fuck, jetzt kommt gerade der Slow. Aber wir haben ganz guten Schaden dabei, also da kannst du jetzt nicht meckern. Der Worry haut gut raus. Mache jetzt halt nicht sonderlich viel, weil ich lieber meine Death-Sachen angezogen habe, tatsächlich. Weil ich so ein. Weil ich ein bisschen Respekt vor der Ini habe, vor allem mit Trash-Buff. Das hier. Aber was meint er, was ich jetzt noch machen soll? Achso, jetzt ist hier. Ach komm, jetzt bin mir voll in das Sägeblatt reingelaufen oder diese Axt. Ja, richtiger Skiller. Weil ich habe jetzt 91% und 87 quasi. Also wir haben jetzt drüben, wir müssen Zul auf jeden Fall noch spielen. Und wir müssen auf jeden Fall noch. Und wir müssen auf jeden Fall noch einen Boss machen, ne? Heißt, also ich schätze jetzt mal. Ach so, die Totems könnten wir vielleicht eigentlich machen, fällt mir gerade so auf.
Aber das wird nicht reichen, oder? Der Boss bringt vielleicht noch 2%. Was bringt Zul? Vielleicht 3%, 4%? Zul 3,25. Also mit Zul sind wir dann bei 5. Der Miniboss 1, okay. Und dann sind wir 6, 6,5 sind wir dann etwa. Aber dann brauchen wir. Dann. Warte, was bringen denn die zwei da oben? Sollen wir die beiden da oben machen? Ich weiß jetzt halt nicht, ob die genug bringen. Das, also, die bringen halt ein bisschen über 3%, ne? Fuck, ich habe halt einen Zweier-Stack jetzt. Ich habe schon mal richtig verkackt hier. Jetzt muss ich sie gleich wegkicken. Okay, das hat geklappt. Mit dem Kick. Den einen hat auch der Dino getauntet. Alter, habt ihr gesehen, was das rausgehauen hat? Diese Zweier-Stack. Deswegen spielt man die 200. Ja, wahrscheinlich fehlen uns jetzt ein paar Prozent. Hier, ne? Ich bin immer hier meistens am Trinken, da musst du jumpen, weil ich dann Autowalk mache. Jedes Mal das Gleiche. Komm, jetzt rauen wir hier nochmal einmal. Wahrscheinlich wird es ganz knapp nicht ausgehen. Also mit den Prozenten. Wenn es jetzt gut läuft, dann kriegen wir sogar vielleicht Double Chest hin, wenn es gut laufen sollte. Müssen halt den Boss interrupten. Na toll. Halt, warte mal, ich bin zu weit gelaufen, oder? Hä, warum ist die Brücke noch nicht unten? Lol, die Brücke ist nicht offen. Fuck. Warum? Warum ist die Brücke nicht offen? Jetzt ist halt instant, weil ich hatte das Video noch. Oh mein Gott. Die Brücke war halt nicht offen. Ja. Hä? Was war denn das für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt halt nichts mehr ready. Der Dino erdet jetzt halt hier rein. Hä, hey, aber warum war. Die Brücke ist doch offen, wenn hier das der Mob offen ist. Was war denn das jetzt gerade? Das verkackt uns jetzt den ganzen Key. Alter, warum? Du spawnst halt in den Mobs dann. So bitte. Ja, komm, ich lauf rein. Also das verstehe ich jetzt halt mal echt null. Wir haben den Boss hier umgehauen. Und dann war die Brücke zu. Ich hätte es vielleicht dann aus dem Mob raus. Hä, warum ist das normal? Die Brücke ist doch immer offen, sobald ich hier rauslaufe. Ich krieg so die Krätze, echt. Das war so ein smoother Run bis dahin. Aber der Hunter, der hält die Mobs hier noch im Combat. Hunter hat die Gruppe gerettet. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall bei 100%. Ja, gut. Aber kommt die Brücke. Also, ach, du musst da hinlaufen, dass die Brücke normalerweise kommt, oder? Weil ich dachte immer, die Brücke kommt, sobald du den einen Boss gekillt hast. Naja. Anscheinend war das eine Fehleinschätzung.
Der haut hier nochmal richtig raus, ne? Da muss man nochmal gucken, dass ich mich auch gegenheile. Der macht halt nur Magic-Schaden, deswegen kann ich da relativ wenig mit Active Mitigation machen. Jetzt habe ich halt nichts mehr, jetzt kann ich nur noch Wallen. Aber die Wall würde ich mir gerne für einen Endboss aufsparen. Ich könnte einmal noch Shadow melden, jetzt. Da, ich habe einen Hit auf den draufhauen lassen, jetzt habe ich nämlich Ding wieder. Weil das ist halt Magic, ne? Das macht an mir genauso viel Schaden wie an dem Worry. Einen Hit kann er schon fressen. Ja, jetzt habe ich mir die Wall gespart quasi. Wir haben jetzt halt overcapped, unnötigerweise. Hallo, willst du mich noch ausheilen? Der Dot killt mich halt. Bro. Naja, wir haben jetzt 2,5 Minuten, ne? Dann haben wir für Double Chest noch. Es könnte vielleicht sogar ausgehen. Nehmen wir mal noch Inka hier. Müssten ja gleich der Dino kommen und Konsorten. Aber er haut schon gut raus, ne? Nehmen wir den da mal in die Nähe, dass wir den ein bisschen cleaven können. Hat er sogar sein Erdele gezogen. Kriegt denn so auf den Latz hier? Ja, krass. Zum Glück habe ich meine Wall aufgehoben, ne? Ah. Dreckiger 4. Dann haben wir dann noch 1 Minute 30. Jetzt muss aber hier mal Damage kommen, Leute. Jetzt ist meine Explo halt down, meine Explo halt ab, wenn der Raptor halt down ist. So bitte. Der hat aber gut geblockt. So, wie lange haben wir noch? 1,14. Alter Schalter. Rock ist auch schon raus, aber ich habe die Wall immer noch, ne? Also, wenn es jetzt eng wird, dann kommt sie. Jetzt zieh ich sie einfach mal hier für den Shit, dass ich nicht wieder so drop. Komm, ich zieh noch mal ein Ding. Fuck, jetzt kommt ausgerechnet der Slow jetzt. Normalerweise, wenn ich da eine Roar ziehe, dann bin ich halt schnell genug, ne? Und dann muss der Slow vom Umhang kommen. Aber das ist noch Double, oder? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Eine doppelte Kiste, aber natürlich war wieder nichts drin. Was haben die anderen gekriegt? Irgendein Corrupted Gear? Naja, wieder nix. Wieder nix! Aber jetzt weiß ich auch, dass das, wie man das hier ziehen muss. Aber ich werde hier nie wieder reingehen, weil jetzt habe ich meinen 15er Key hier. Ja, lief gut durch. Kann man nichts sagen. Ja, super, also so Gruppe gegangen, jetzt kann ich das Portal nicht benutzen. Love you. So, jetzt haben wir 6 Stück. Brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere. Also Halbzeit haben wir jetzt. Der Heiler schreibt, ob er okay war. Ich hab geschrieben, ja, hat gepasst. Am Anfang war es ein bisschen, wo ich mir schon dachte, okay, warum kriege ich keine Heilung? Aber da hat er, glaube ich, ein bisschen drauf gedamaged. Du, weiß ich nicht, was ein BM im Singletarget normalerweise drücken muss. So, für die Aufnahme war es das. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.